Hallo liebe Leute, während die Welt stillgestellt wurde, herrscht bei den Leuten, die uns stillgestellt haben, regste Aktivität. Bevor ich zu dem im letzten Video angekündigten nächsten Video komme, machen wir aus aktuellem Anlass daher noch ein Zwischenvideo. Unter dem Deckmantel des Corona-Shutdowns der Welt stellt die Hochfinanz also gerade eine Reihe von Weichen für die Zukunft. Wir erinnern uns, dass sie es mit zwei globalen Problemen zu tun hat. Auf der einen Seite muss sie die tiefenstaatliche Konkurrenz ausschalten, die sich von ihr abgespalten hat, und auf der anderen Seite erwacht die Menschheit. Sie hat diese Corona-Krise primär inszeniert, um ihre dunkle Konkurrenz auf diesem Planeten auszuschalten. All jene, die sie in dieser künstlichen Krise heimlich ausschaltet, werden dann im Nachhinein wohl als Tiefenstaat hingestellt, der ausgehoben wurde. Viele andere werden öffentlich angeklagt werden. Und man hört, dass die Verhaftungen schon begonnen haben sollen. Diese Ausschaltung ihrer dunklen Konkurrenz ist natürlich mit dem Risiko verbunden, dass sie das Narrativ für all diese Ereignisse nicht mehr ausreichend steuern kann. Vielleicht werden viele von diesen Leuten auch Infos freisetzen für den Fall, dass sie verhaftet würden, zum Beispiel. Während die Zahl der Menschen wächst, die das Narrativ der Hochfinanz nicht mehr glauben, dass Trump, Putin und Xi gerade den globalen Tiefenstaat ausheben, wird dieses Narrativ natürlich erheblich an Glaubwürdigkeit gewinnen, wenn die US-Elite jetzt offiziell ausgehoben und angeklagt wird. Während es mich also einerseits freut, dass die Zahl der Trump-Kritiker unter den Patrioten wächst, würde ich all diesen Leuten in dieser Situation gerne mit den Informationen meiner Videos und Bücher helfen, weil anzunehmen ist, dass alle diese Kritiker Trumps ins Grübeln kommen werden, wenn er die Aushebung der US-Elite anführt und offiziell schlimme Machenschaften ans Licht bringt. Wer dann nicht um den Elitenkrieg weiß, wird vielleicht doch noch zum Trump-Fan. Und das wäre kontraproduktiv. Gerade an der Nennung des chinesischen Staatsführers Xi kann man allerdings sehen, wie extrem Menschen sich von ihrer Hoffnung täuschen lassen können, dass sie sogar bereit sind zu glauben, dass der diktatorischste, menschenverachtendste und brutalste Staat dieses Planeten, nämlich China, gerade daran teilnimmt oder angeblich daran teilnimmt, den Tiefenstaat auseinanderzunehmen. Jeden, der tatsächlich glaubt, dass Xi den Tiefenstaat mit aushebt, würde ich dringend bitten, sich das eigene Wunschdenken näher anzuschauen und sich ehrlich zu fragen, wie ein Kampf gegen den Tiefenstaat denn zu einem Regime passt, das laufend Menschenrechte mit Füßen tritt. Zur Unterstützung einer Nachforschung empfehle ich, sich das neueste Video von Valerie Pjakin anzusehen, das unten verlinkt ist. Darin geht Pjakin darauf ein, warum gerade China und Italien am schwersten von der Krise betroffen sind, beziehungsweise im Fall von China ja waren. Da wir wissen, dass diese Krise rein künstlicher Natur ist, finden in China und Italien also die wichtigsten Manöver der Hochfinanz statt, die sie unter dem Deckmantel der Krise in China ausgeführt hat und in Italien jetzt noch ausführt. Die Proteste in Hongkong wurden seinerzeit offensichtlich von der US-Elite in ihrem Kampf gegen die Verlagerung des Konzentrations Zentrums der globalen Steuerung nach China angestachelt. Es ist naheliegend, dass die das waren. Bei diesen Protesten hat die chinesische Regierung die Teilnehmer mit Farbspritzern markieren und später filmen und fotografieren lassen. Ein Grund für die Anzettlung der Corona-Krise in China war nach Auskunft von Pjakin, dass diese Millionen von Menschen unter dem Deckmantel der Corona-Krise
einzeln kontaktiert wurden, um vor die Wahl gestellt zu werden, entweder für die Regierung zu arbeiten oder ins Gefängnis zu wandern. Danach wurde die Epidemie für beendet erklärt. Hier sieht man, was für ein krasser Polizeistaat China ist, wie viele Menschen da an der Überwachung ihrer Mitmenschen arbeiten. Und viel zu wenigen Menschen in dieser Welt fällt auf, wie menschenverachtend und brutal dieser Staat ist, der angeblich gerade den tiefen Staat aushebt. Weiter führt Piakin aus, dass Italien in den Massenmedien als das am zweitstärksten betroffene Land dargestellt wird, weil man eine totale Isolierung des Vatikans brauchte und immer noch braucht. Oliver Janich erklärt in seinem neuesten Video, wie man dafür gesorgt hat, dass in Italien besonders viele Menschen sterben. Und zwar sind da die meisten Menschen gestorben, wo massiv geimpft und wo 5G ausgerollt wurde. Den zugehörigen Link findet ihr unten. Piakin berichtet, dass die Vertreter des tiefen Staats zum Papst gegangen sind, um den Coronavirus bei ihm zu testen. Also ob er ihn hat. Der Test war vielleicht anzunehmen, dass der manipuliert war und jedenfalls positiv. Der Papst ist nicht darauf eingegangen und meinte der Wahrheit gemäß, er habe doch nur Schnupfen. Piakin meint, dass die Beschreibung, dass fast nur alte Leute betroffen sind, von vornherein vor allem wegen des Papstes in die Welt gesetzt wurde, damit dieser glaubt, dass er wirklich den Virus hat. Der Papst war demnach also von vornherein das Ziel Nummer eins der Corona-Krise oder vielleicht sollte man eher sagen des Corona-Kriegs. So viele Politiker sprechen ja auch von einem Krieg. Natürlich ließ der Papst sich nicht in ein Krankenhaus bringen, um dort in Quarantäne zu gehen, weil er sich denken konnte, dass man ihn nur aus dem Vatikan wegholen wollte. Stattdessen soll er der Hochfinanz gedroht haben, die Dokumente, jetzt hört genau zu, über die Hintergründe des Zweiten Weltkriegs an die Öffentlichkeit zu bringen. Gerade finden unter der dunklen Decke der Corona-Krise also wohl harte Verhandlungen zwischen den beiden vermutlich größten Verbrecherorganisationen des Planeten statt, der Hochfinanz und dem Vatikan. Meiner Erinnerung nach irgendwann zwischen 1830 und 1850 übernahm die Hochfinanz die Abwicklung der finanziellen Geschäfte des Vatikans. Falls jemand von euch, der das Video jetzt sieht, dieses Datum und eine Quelle dazu kennt, kopiert es mir bitte unten in die Kommentare, dann muss ich nicht mehr selber danach suchen. Also, Übernahme der Finanzgeschäfte des Vatikans durch die Hochfinanz irgendwann zwischen 1830 und 1850, darum geht's. Um den Link, denn um die Quelle, die hätte ich gern. Wer das Gewicht und die Bedeutung des Geldes in dieser Welt kennt, der weiß, dass dieser Deal des Vatikans ein Deal mit dem Teufel und letztendlich gleichbedeutend damit war, dass die Hochfinanz damit die Kontrolle über den Vatikan übernommen hat damals, zu dem Zeitpunkt zwischen 1830 und 1850. Kann sein, dass es dem Vatikan erst später bewusst wurde, dass er damals seine Souveränität verloren hat. Jedenfalls scheint es so, dass sich der Vatikan auf die Seite der US-Elite begeben hat, als diese von der Hochfinanz abtrünnig wurde. Der Vatikan wollte wohl wieder sein eigener Chef sein und sein eigenes Süppchen kochen, ohne Kontrolle der Hochfinanz. Ich habe mich lange gefragt, auf welcher Seite des Elitenkriegs der Vatikan steht. Mit der speziellen Situation Italiens in der Corona-Krise dürfte laut Bericht Piakins also klar sein, dass der Vatikan einher mit der US-Elite abtrünnig wurde. All jene, die geglaubt haben, dass der Vatikan die höchste Macht auf diesem Planeten darstellt, werden bald sehen können, dass dem nicht so ist. Mit dem Ende des Alleingangs der US-Elite wird dann wohl auch dieser Alleingang des Vatikans enden. Die Teilnahme des Vatikans an der Abspaltung vom tiefen Staat erklärt jedenfalls auch mit, warum die US-Elite ihren Alleingang so lange durchhalten konnte.
Der Vatikan wird jetzt lediglich an Macht verlieren und wieder, ohne aus der Reihe zu tanzen, die Agenda der Hochfinanz unterstützen. Jedenfalls wird die Hochfinanz auf keinen Fall zulassen, dass die Welt erfährt, dass sie für die Vorbereitung, Orchestrierung und Durchführung der Weltkriege verantwortlich war. Es würde sie in extreme Verlegenheit bringen, wenn offiziell herauskommt, wer wirklich schuld an allem war. Es bestünde sogar die Gefahr, dass sich die Deutschen und jene Juden, die mit den Machenschaften der Hochfinanz nichts zu tun haben und nichts zu tun haben wollen, wieder versöhnen, wenn sie erkennen, dass sie von denselben Leuten aufs Allerkrasseste gegeneinander ausgespielt wurden. Dass der Vatikan seit der Zeit des Dritten Reichs genau weiß, wer in Wirklichkeit hinter den Weltkriegen steckte und nichts dazu gesagt hat, zeigt natürlich auch, was für Verbrecher sie sind. Sie haben drei Generationen von Deutschen unter der extremen Last furchtbarer Schuldgefühle leiden und Jahr für Jahr Multimilliarden an Reparationen zahlen lassen, ohne sich je für die Wahrheit stark zu machen. Da beide Seiten über eine quasi tödliche Erpressungsmacht zu verfügen scheinen, werden sich Hochfinanz und Vatikan also wohl irgendwie arrangieren nach dem Motto, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Es ist anzunehmen, dass die Totalabschottung Italiens mindestens so lange dauern wird, bis sich Hochfinanz und Vatikan arrangiert haben. Am Ende wird der Vatikan weiter bestehen. Die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg wird noch nicht öffentlich werden und die Hochfinanz wird wieder ihre Kontrolle über den Vatikan ausüben. Vermutlich wird man einen Waffenstillstand aushalten, in dem sich beide Seiten zusichern, keine weiteren Enthüllungen über den anderen mehr vorzunehmen. Wenn die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg im Zuge der Corona-Krise ans Licht käme, wäre das natürlich das Allerbeste, was dem deutschen Volk seit dem Zweiten Weltkrieg passiert ist. Was für eine Heilung und Erleichterung würde das für unsere geschundenen deutschen Seelen bringen? Während wir in dieser Phase noch nicht darauf hoffen dürfen, wird die geschichtliche Wahrheit irgendwann dann doch ans Licht kommen und öffentlich werden. Die Wahrheit hat die Eigenschaft, sich nicht dauerhaft unterdrücken zu lassen. Irgendwann wird sie ans Licht kommen und die Menschheit und vor allem die Deutschen freimachen. Ich gehe davon aus, dass die Unterlagen des Vatikans im Großen und Ganzen in etwa bestätigen werden, was in den Büchern von Christopher John Björknes über den Ersten und Zweiten Weltkrieg berichtet wird. Da es nicht ratsam ist, auf YouTube über diese Inhalte zu sprechen, sind diese Bücher unten verlinkt. Es gibt sie allerdings nur auf Englisch und nur bei Amazon. Ihr dürftet ja wissen, wofür das Kürzel AH steht. Die Konfrontation zwischen der Hochfinanz und dem Vatikan, die unter dem Deckmantel der Corona-Krise gerade im Verborgenen stattfindet, verdeutlicht noch einmal sehr gut, was Tolkien durch den Orkkrieg in Minas Morgul verschlüsselt hat. Die US-Elite hat sich nach dem 11. September 2001 vom globalen Tiefenstaat abgespalten. Wie es aussieht, ist der Vatikan gleich mitgezogen. Interessanterweise haben etwa um diese Zeit auch die Enthüllungen über Kindsmissbrauch und andere üble Machenschaften in der katholischen Kirche stark zugenommen, zum Beispiel ja auch der Missbrauch von Nonnen, die der Papst zugegeben hat. In Anbetracht des Elitenkriegs dürfte klar sein, dass die Hochfinanz diese Art von Enthüllungen zumindest unterstützt hat, wenn sie nicht sogar primär dahinter steckte. Wenn der Vatikan mit der Hochfinanz das Gleiche gemacht hat und jetzt droht, auf extreme Weise das Gleiche zu machen,
indem er die wahren Hintergründe des Zweiten Weltkriegs aufdeckt, zeigt dies, wie sich die Eliten durch ihren verborgenen Krieg gegeneinander in den letzten beiden Jahrzehnten systematisch gegenseitig geschwächt haben. Jede Enthüllung über die andere Seite ist wie die Tötung eines Orks. Auf diese Weise sind immer mehr Wahrheiten ans Licht gekommen, die beide Seiten des gespaltenen Tiefenstaats immer mehr geschwächt haben. So haben sich die Orks in Minas Morgul gegenseitig getötet. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich die Diskussion um den Zweiten Weltkrieg entwickeln wird, nachdem wir unser Denken kollektiv von der Gedankensteuerung durch die Massenmedien befreit haben werden und nachdem der Tiefenstaat selbst dann gefallen sein wird. Im Moment ist es noch nicht ratsam, in Deutschland öffentlich darüber zu reden. Ich denke, das ist noch zu gefährlich. Denn die Hochfinanz wird auch nach dem Ende des Tiefenstaats noch am Ruder sein. Mir wurde ein Video zugeschickt, in dem berichtet wird, dass die Geschäftsführer führender Unternehmen der US-Elite verhaftet wurden und vor Gericht gestellt werden. Das kann natürlich gefälscht sein. Da es aber sehr gut zum aktuellen Ende der US-Elite passt, würde ich vermuten, dass diese Nachricht sehr wohl stimmen könnte. Das Video ist unten verlinkt. Diese Leute werden wahrscheinlich vor Gericht gestellt werden und eine überwältigende Flut von Gräueltaten und Verbrechen an der Menschheit, die von diesen Leuten begangen wurden, wird an die Öffentlichkeit kommen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich stimmt und dass wir eine Flut von solchen Dingen sehen werden nach der Corona-Krise. Also all das wird öffentlich werden, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Bei der letzten Europawahl hat sich gezeigt, dass der Tiefschlaf der Menschen in den ehemals westlichen Bundesländern der BRD im Vergleich zum Rest von Europa immer noch am tiefsten ist. Der größte Teil unserer Mitmenschen hier in den westlichen Ländern hat sein Leben lang die Darstellungen der Massenmedien für die Realität an sich gehalten. All jene, die die Darstellung der Massenmedien für die Realität gehalten haben und Leute wie uns, die die dunklen Machenschaften der Eliten aufgedeckt haben, als Verschwörungstheoretiker angegangen sind, werden durch die kommenden Enthüllungen teils extrem verunsichert und verstört sein. Ich werde immer wieder betonen, dass wir uns Äußerungen der Rechthaberei und Genugtuung, habe ich dir doch immer gesagt, schenken sollten. Wir werden Großzügigkeit und Versöhnlichkeit brauchen. Unsere Mitmenschen, die so lange so fest im Tiefschlaf verharrt haben und plötzlich hart aufgeweckt werden, werden unser Mitgefühl und unseren Zuspruch brauchen. Wir werden die Aufgabe haben, für unsere Mitmenschen da zu sein, für die wir immer die Verschwörungstheoretiker waren. Wenn sie zu uns kommen und nach Erklärungen suchen, sollten wir nur schauen, was ihnen hilft und auf alles andere verzichten. Wenn ich es technisch hinbekomme, ich habe es noch nicht nachgeschaut, wie es genau geht, aber wenn ich es technisch hinbekomme, wird der Live-Chat am Sonntag stattfinden. Da heute ein extra Video herausgekommen ist, kommt das nächste Video dann am Donnerstag. Da werde ich euch dann Bescheid geben. Ich werde auch kurz vor dem Live-Chat selbst eine Erinnerung in die Runde geben. Ich hatte im letzten Video vergessen zu erwähnen, dass ein Anzeichen für den Fortbestand des Tiefenstaats wäre, wenn die Politik auf die Aufnahme weiterer Migranten in Deutschland drängt. Vermutlich werden sie das jedoch nicht wagen, um die Patrioten nicht zu stutzig zu machen. Aber auch die Nichtbereitschaft der Regierung zu einer Remigration eines großen Teils der Migranten in ihre Heimat wäre ein Zeichen für den Fortbestand des Tiefenstaats. Also ich denke, das wird erst passieren, wenn der Tiefenstaat dann wirklich gefallen sein wird. Erst dann wird es die Remigration geben, denke ich. Was ich im letzten Video auch noch vergessen habe. Im Wien-Vortrag haben wir herausgearbeitet, dass der Tod
des Orks Gorbak den Wendepunkt der Menschheitsgeschichte symbolisiert. Und an dieser Stelle können wir also festhalten und verkünden, dass wir diesen Wendepunkt der Menschheitsgeschichte jetzt im März 2020 erreicht haben. Zum ersten Mal werden sich die Dinge in eine sichtbar positive Richtung entwickeln, auch wenn es noch viele Jahre lang schwer bleiben und unser Leben voller vor allem finanzieller Herausforderungen sein wird. Die dunklen Kräfte auf dieser Erde werden verzweifelt um die Kontrolle über uns kämpfen und andererseits werden die Enthüllungen der erste große Durchbruch sein und den Weg für die weiteren Durchbrüche ebnen, die viele positive Veränderungen mit sich bringen werden. So, das war es wieder mit diesem Zwischenvideo. Im nächsten Video wird es also darum gehen, die eigentliche Strategie zu verstehen, die die Hochfinanz zur Sicherung ihrer langfristigen Ziele gerade fährt. Stay tuned. Hinterlasst unten eure Kommentare und Fragen und denkt immer daran, wir können in der Welt nur erschaffen, was in uns ist. Wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss zuerst in uns Frieden sein. Klickt auch auf Gefällt mir, teilt das Video und abonniert diesen Kanal. Bis dahin.